Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ein kleines Tutorial zu Planet Side 2 richtet sich an diejenigen, die neu einsteigen, noch nicht so viel Ahnung davon haben oder das vielleicht zum allerersten Mal sehen und nicht an die Profis, die vielleicht schon gespielt haben, länger spielen und das bereits alles schon kennen. Ich werde viel erzählen und auch nicht so tiefgehend in das Spiel reingehen, in die ganzen Details, denn ich selbst spiele das jetzt auch noch nicht so lange, rund 150 Stunden. Ja, weiß dementsprechend auch noch nicht extrem viel. Aber es ist sehr schön, dass auch du dich für Planet Side 2 interessierst. Also willkommen auf dem Schlachtfeld. Die alten Götter haben diesen Ort längst aufgegeben. Zwei Klicks vom Absprung. Der Tod erlöst dich nicht von diesem Krieg. Und im Jenseits wartet auch kein Ruhm auf dich. Unterstützung erreicht, Kampfgebiet. Verstanden, Elko. Warte auf Markierung. Hier hast du nur deinen Stahl und den Willen durchzuhalten. Planet Side 2 ist Free-to-Play, das heißt, jeder kann es jetzt kostenlos herunterladen, ungefähr so 12 GB groß und ein Massive Multiplayer Online Shooter, wenn man das denn noch Shooter nennen kann. Also es funktioniert wie ein Shooter, hat allerdings viel, viel mehr auf dem Kasten, als man ja erstmal denken mag, ist extrem komplex, also eigentlich so ziemlich der komplexeste Shooter, den ich jetzt so kenne. Kann man schon fast so ein bisschen als Strategiespiel vielleicht durchgehen lassen. Ne, wir haben hier Fahrzeuge, wir können in der Luft fliegen, wir können Basen bauen, ja, also auch mit anderen sich zusammenschließen, um eine riesen Basis zu bauen, um Angriffe abzuwehren, wie auch immer, Sachen farmen. Ne, also hier ist für jedermann was dabei und jeder kann Planet Side auf seine eigene Weise spielen. Ne? Heute renne ich rein und schieße Leute ab, morgen baue ich einfach mal einen ganzen Tag eine Base oder ich farm einfach einen ganzen Tag Punkte. Dann ist es so, dass Planet Side 2, wie sehr viele, leider sehr viele Free-to-Play-Spiele, nicht Pay-to-Win ist. Soll heißen, alles was man hier für echt Geld kauft, ist meistens nur optisch. Ja, das heißt, ihr bekommt dadurch keinen spielerischen Vorteil, was Planet Side 2 zu einer der wenigen Spiele macht und es auch sehr sympathisch macht. Wir sind jetzt hier im Menü und bevor wir jetzt hier überhaupt anfangen, gehen wir jetzt erstmal in die Einstellung. Denn das ist gar nicht so unwichtig. Planet Side 2, ich weiß nicht genau, wie viele das sind, aber ich möchte mal sagen, auf einem Server können bestimmt so 2000 Leute joinen. Das heißt, hier gibt es Schlachten 1000 versus 1000. Vielleicht sind es auch insgesamt nur 1000, aber das sind dann immer noch Schlachten 500 gegen 500 Mann. Wie gesagt, wir gehen mal kurz in die Einstellung, schauen uns das hier mal an. Hier würde ich empfehlen, ja, das vertikale Sichtfeld, so wie ihr das haben wollt. Die Distanz ungefähr auf 1500 Meter bzw. 1,5 Kilometer. Das bedeutet einfach, wie weit ihr Gegner noch sehen könnt. Wenn ihr das hier sehr hoch stellt, dann geht die Auslastung extrem nach oben von der CPU zum Beispiel. Und das Spiel könnte mehr ruckeln, als es vielleicht eigentlich müsste, wenn man das nämlich einfach auf 1500 reduziert. 1,5 Kilometer ist extrem, immer noch extrem weit. Da sieht man immer noch sehr, sehr weitflächig die Gegner. Ich würde euch empfehlen, hier tatsächlich alles auszuschalten. Das macht das Spiel natürlich ein bisschen hübscher. Umgebungsokklusion frisst verdammt viel Leistung. Blumen würde ich vielleicht aktivieren, dann sehen die Lichter ein bisschen schöner aus. Bewegungsunschärfe natürlich aus. Und hier alles, was so Texturen betrifft, könnt ihr auf Ultra ballern. Und den Rest dann tatsächlich niedrig bzw. sogar aus. Denn es ist so, dass gerade in sehr großen Schlachten es vorkommen kann, dass ihr da teilweise mit 20 oder 30 FPS rumgammelt und nicht mehr habt. Das liegt aber nicht an eurem System. Das liegt einfach daran, dass Planet Side diesbezüglich auch sehr servergebunden ist. Und wenn sich da eben 1000 Leute bekriegen, dann ist da einfach nicht viel mehr drin. Ne? Das liegt dann am sogenannten Netcode. Also hier braucht ihr nicht denken, wenn das Spiel hier ruckelt, oh, euer PC ist zu schlecht. Das liegt schlichtweg einfach am Spiel. Ja, das war's dazu. Hier sind wir im Menü. Ihr erstellt euch einen neuen Charakter und wählt als erstes eine der drei Fraktionen aus. Ich sage drei, obwohl hier vier stehen. Die vierte ist kostenpflichtig. Dafür müsst ihr eine Mitgliedschaft erwerben. Würde ich euch jetzt als Anfänger nicht unbedingt empfehlen. Allerdings könnt ihr das Spiel natürlich unterstützen. Es finanziert sich natürlich durch solche Sachen. Ich lese das einmal ganz kurz vor. Wir haben die Terranische Republik, das ist das Rote hier.
Ich übernehme das jetzt mal aus Wikipedia. Die Terranische Republik oder auch Terran Republic ist die autoritäre Regierung der Erde. Sie hält die Bürger unter strikter Kontrolle und wird daher als diktatorisch wahrgenommen. Sie strebt den Wiederanschluss von Auraxis an die Erde an. Ihre Militärdoktorin setzt auf konventionelle Waffen mit hoher Kadenz und großen Magazinen sowie schnelle Fahrzeuge. Ihre Farben sind rot und schwarz. Soll heißen, jede Fraktion, wie ihr jetzt schon gemerkt habt, hat eigene Waffen. Das heißt, wenn ihr euch für eine Fraktion entscheidet, heißt es, ihr müsst mit diesen Waffen dann auch klarkommen. Ihr könnt nicht die Waffen von anderen Fraktionen nehmen, denn die gehören anderen Fraktionen. Ne? Also jede Fraktion hat hier wirklich ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wir haben die Vanu-Souveränität. Ist eine hochtechnisierte militante Gruppe von Transhumanisten und Wissenschaftlern, die auf geborgene außerirdische Technologie in Form von uralten Artefakten setzt, die verstreut auf Auraxis zu finden sind. Oder sie sehen diese Alien-Hochtechnologie als einziges Mittel an, die Menschheit zu einer höheren Existenzebene zu befördern und will diese für sich monopolisieren. Ihre Militärdoktorin setzt auf zielgenaue Laser- und Plasmawaffen. Ja, kann man sich schon so ein bisschen denken, ein bisschen langsamere Waffen so, ne, nicht ganz so weit auf Entfernung, kommt natürlich darauf an, was man da hat. Ja, vielleicht auch nicht ganz so genau, wie jetzt vielleicht so ein Maschinengewehr. Sowie auf Antigravitationsantriebe. Ihre Farben sind Purpur und Blaugrün. Ja, die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, die Fanatiker, sag ich mal. Ja, die wollen sich die Technologie an sich reißen und alle anderen sind egal. Und das Konglomerat ist die gemäßigte Fraktion quasi. Die sind ein bisschen verstreut. Die wissen eigentlich gar nicht so genau, was sie wollen. Die bestehen aus lose, organisierte Rebellen, Separatisten und Freiheitskämpfern, angeführt von ausgestoßenen Industriegiganten, Piraten und hochrangigen Ex-Militärs. Sie spaltete sich in der Vergangenheit während der zunehmenden Militarisierung und Diktatur der Terranischen Republik von dieser ab. Ja? Ihre Militärdoktorin setzt auf Gauss-Waffen sowie auf schwere Panzerung. Ihre Farben sind blau und gold. So viel mal dazu. Ihr wählt hier aus, männlich oder weiblich. Wählt hier die entsprechende Farbe aus, Gesicht. Erstellt euch einen Namen. Und Feuer frei. Ich mache jetzt einfach mal hier Vanu. Zack, Name ist vergeben. Das gibt's doch gar nicht. Ist verfügbar. Weiter. So, dann wählt ihr hier einen Server aus. Wichtig, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenspielen wollt und nicht gegeneinander kämpfen wollt, zum Beispiel habt noch einen Freund dabei, dann müsst ihr in der gleichen Fraktion sein und ihr müsst im gleichen Server sein. Ja, das heißt, das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz ins Menü zurückgehen und euch das mal anhand meines Charakters zeigen. Und dann erkläre ich euch ein bisschen die Benutzeroberfläche und wie das ganze Spiel so ein bisschen funktioniert, damit ihr einfach mal so einen Überblick bekommt, ja, mehr soll das Tutorial hier auch nicht sein, nur so ein kleiner Überblick, oh, mein Internet ist gar nicht so gut gerade. Und dann fangen wir mal mit dem Grundlegenden an. Es sieht sehr kompliziert aus, es ist teilweise auch sehr, sehr komplex, wie gesagt, es ist aber nicht unbedingt schwer zu verstehen, wenn ihr schon mal Ähnliches vielleicht gespielt habt. Das, was ihr hier seht, ist die Map. Das ist ein einziger Kontinent, nämlich Hossen in dem Fall. Es gibt aber, wenn man jetzt hier raufklickt, noch Amerish, Esamir und Indar. Ne, kann ich hier auch mal anklicken, die unterscheiden sich alle. Die sind alle ein bisschen anders. Hier haben wir noch eine Weltkarte, dass man ungefähr sieht, wo die sich hier auf der Erde befinden. Und da können wir uns dann... Ach, hier ist das VR-Training. Hier, genau. Hier könnt ihr euch dann zum Beispiel hin teleportieren, transportieren und das Tutorial durchlaufen. Also, das hier ist der Kontinent. Wie gesagt, einer von den allen. Beim Kontinent ist es so, dass die immer so in kleine Abteilungen hier eingeteilt sind. Soll heißen, dass sich immer von einem Abteil zum nächsten gekämpft. Dass immer von einem Abteil zum nächsten gekämpft wird. Ne, das heißt, ihr nehmt das jetzt hier zum Beispiel ein und könnt dann die angrenzende Region einnehmen. Ja, das heißt, hier sind immer so kleine Basen. Da müsst ihr rein. Ihr müsst die Basis an euch reißen. Generatoren zerstören und so weiter. So lange, bis euch diese Basis gehört und dann könnt ihr in die angrenzende Region gehen und diese eben entsprechend auch einnehmen. Ja, ihr könnt das nicht alleine machen, ihr braucht dafür ein paar Mann, so eine Basis ist groß und gerade wenn da viele Feinde vorhanden sind, geht's da richtig zur Sache. Ihr seht jetzt, die Map ist sehr, sehr groß. Ja, also von hier unten bis da nach oben braucht ihr was weiß ich wie lange, wenn ihr da zum Beispiel rüberfahren wollen würdet. Das dauert schon eine ganze Weile. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, ihr müsst niemals laufen. Ihr könnt euch jederzeit teleportieren. Ne? Das nennt sich hier verlegen.
Wenn ich das jetzt mal mache, läuft ein kleiner Countdown ab. In diesem Countdown dürft ihr keinen Schaden erleiden. Ihr könnt das überall auf der Map machen. Ihr seid hier meinetwegen mitten im Krieg und merkt, oh scheiße, das ist komplett verloren. Geh woanders hin, ich kämpfe hier unten weiter. Das hat hier oben keinen Sinn mehr. Dann könnt ihr euch einfach verlegen lassen. Hier links seht ihr die ganzen Spawn-Möglichkeiten von eurem Team oder von eurem Trupp, wie es hier oben der Fall ist. Der Trupp-Spawn könnt ihr raufklicken und dann eben entsprechend auch direkt beim Trupp spawnen, in dem Fall jetzt hier. Ihr seht schon, hier gibt es jetzt mehrere Kämpfe, das leuchtet hier immer so ein bisschen auf. Ne? Hier, wo es so blinkt oder wo so ein Countdown abläuft, da ist gerade Krieg und da wird gerade zeitlich um eine Basis gekämpft. Ihr seht hier rechts ein kleines Fenster und da seht ihr, welche Fraktion hier Übermacht hat. In dem Fall sind wir das mit 62%, 38% Feinde. Der Countdown läuft auf 2 Minuten ab. Das heißt, wenn dieser abgelaufen ist, gehört diese Abteilung, sag ich mal, den Feinden oder einem selbst, je nachdem, was da eingenommen wird, von wem. Ne? Das ist also ganz einfach. Das ist sehr gut, hier rechts immer, um einen kleinen Überblick zu behalten. Wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, oh, 50-50, ah, da könnte man hingehen, ein bisschen mithelfen, die brauchen Hilfe. Oder wenn man jetzt hier sieht, 82-18, gut, da brauche ich nicht hingehen, da ist sowieso unsere Fraktion in der Übermacht. Das war's erstmal grundlegend zur Karte, ansonsten habt ihr noch Filter und könnt hier noch ganz genau alles einstellen, wie ihr diese Karte sehen wollt, verändern wollt und so weiter und so fort. Das ist jetzt, denke ich mal, aber auch nicht ganz so wichtig. Hier unten habt ihr noch die Spawn. Möglichkeit mit den ganzen Klassen. Das heißt, ihr wollt als Sanitäter spawnen, klickt ihr auf Sani, Einsatz. Ne? Einsatz ist immer Spawn. Und diese ganzen grünen Punkte hier, ja, die zeigen euch, wo ihr spawnen könnt. Das sind festgesetzte Spawns in der Base. Die sind immer da. Es sei denn, feindliche Übermacht oder das gehört dem Feind. Dann habt ihr aber auch noch solche Teile hier überall stehen. Das ist die zweite, oder sagen wir mal, eine der nächsten Spawn-Möglichkeiten. Ein sogenanntes Sunrare. Das ist ein Fahrzeug, bei dem ja jeder spawnen kann. Also eine mobile Spawn-Einheit quasi. Ne? Das ist ein Fahrzeug, damit fahrt ihr irgendwo hin, stellt das Ding hin und dort können dann alle spawnen. Als dritte Möglichkeit gibt es noch ein Spawn-Beacon. Ne? Wie man das aus Battlefield kennt, man stellt so ein Ding auf den Boden und das ist allerdings nur für den Trupp. Naja, es ist so, dass es immer so kleine Basen gibt, wie hier jetzt zum Beispiel eine kleine Basis, hier, überall. Und hier ein ganz großes Ding, ne? Das ist zum Beispiel ein Warp-Tor, ein riesengroßes Warp-Tor. Kann, glaube ich, nicht eingenommen werden, weil da immer gestartet wird. Das sind, glaube ich, diese Warp-Tore sind, glaube ich, die einzigen Dinger, die nicht eingenommen werden können, weil man da immer spawnt. Die Möglichkeit immer bestehen muss, dass man dort spawnen kann, weil sonst könnte man zum Beispiel nie mehr spawnen. So. Und das soll ja nicht sein, man soll ja immer irgendwo spawnen können und deswegen ist dieses Warp-Tor, glaube ich, nicht einzunehmen. Wir haben natürlich hier auch ein Warp-Tor. Das ist unser Warp-Tor. Dann gibt es aber auch sehr große Einrichtungen, wie zum Beispiel hier ein Biolab, also ein Biolabor. Das sind sehr, sehr große Einrichtungen über mehrere Ebenen. Ja, das heißt, ihr könnt unten überall reinfahren, ihr könnt aber auch irgendwie hochlaufen. Hier sind so Türme überall und könnt dann da oben auch rumkämpfen und da oben drin rumlaufen. Das sind Riesendinger und da gibt es immer so finale Kämpfe. Ne? Wenn man dann so merkt, oh, es wird langsam am Biolab oder an so einem Biolabor gekämpft, dann wird das da meistens auch richtig zur Sache gehen, weil diese Dinger sehr, sehr entscheidend sind, weil da nämlich sehr, sehr viele Fahrzeuge spawnen können. Ne? Zum Beispiel dann 8 Pads, wo Fahrzeuge gespawnt werden können. Das heißt, es ist sehr mächtig, wenn uns so ein Ding hier gehört, wenn wir das eingenommen haben und können hier plötzlich mit Fahrzeugen und alles Mögliche sehr, sehr viel spawnen. Ne, deswegen sind Biolabs immer größere Dinge und wenn da mal eins eingenommen wird, ja, ist das sehr gut oder sehr schlecht, wenn der Feind das macht. So, ihr seht hier oben einen Countdown ablaufen. Das ist die Zeit, die noch verbleibt, bis der Kontinent geschlossen wird. Das heißt, nach 56 Minuten ist dieser gesamte Kontinent dicht. Das heißt, egal, ihr könnt da noch drauf bleiben, ja, da ist aber nichts mehr los, es wird nicht mehr gekämpft. Ne? Dann hat eine Fraktion dann gewonnen. In dem Fall, wenn wir so weitermachen, es könnte sein, dass wir das hier verlieren, diesen Kontinent. Na gut, wie es in der Stunde ist, weiß man jetzt. So, jedenfalls ist der Kontinent dann dicht und ihr müsst auf einen anderen Kontinent rauf. Ne? Sagen wir mal, oh, wir gehen denn hier auf Esamir. Sagt ihr wieder verlegen und spawnt hier am Warp-Tor. Und dann geht es hier mit diesem Kontinent weiter. Das heißt,
Alle Spieler, die jetzt hier drauf sind, werden, sobald dieser Countdown abläuft, der Kontinent geschlossen ist, auf den nächsten Kontinent spawnen. Und dann geht's hier von vorne los. Ne? Ihr seht schon, jeder Kontinent ist, wie gesagt, anders aufgebaut und auch anders umkämpft, sag ich mal. Ne? Auf jedem Kontinent ist andere Action. Ein neuer Kontinent, der jetzt noch nicht eröffnet ist, sieht so aus ungefähr. Ne? Das heißt, da fängt jede Fraktion dann an, sich von diesem Warp-Tor, wie gesagt, wo man immer spawnen kann, sich durchzukämpfen, möglichst in die Mitte und sich dann so weit wie möglich auszubreiten. Ne, hier sieht man jetzt so ein bisschen Vorbereitung, das heißt, unser Team wird hier gerade damit beschäftigt sein, hier Basen zu bauen gegen Abwehr oder hier schon Sachen einzunehmen, wie man jetzt hier anhand des Countdowns schon sieht. Bei euch sieht das alles anders aus, bei euch habt ihr hier womöglich vier verschiedene Farben, drei oder vier verschiedene Farben. Ich würde euch empfehlen, das in den Einstellungen gleich mal bei Benutzeroberfläche abzuändern und alles, was feindlich ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Terranische Republik seid, alles andere, was feindlich ist, hier als rot markieren, dass ihr wisst, okay, das sind alles Feinde. Ansonsten ist das zum Beispiel grün, blau und rot und dann wisst ihr zum Beispiel gar nicht, hä, wer ist denn jetzt hier Freund und Feind? Macht's alles rot, dann kommt ihr da nicht durcheinander. Gibt's hier noch was Wichtiges, wo wir gerade mal dabei sind? Ja, ich würde euch empfehlen, hier noch Rohdateneingabe der Maus zu machen. Das heißt, die Rohdaten werden dann übertragen. Da wird keine Mausbeschleunigung oder sowas genutzt. Hier Mausbeschleunigung auch aus. Verkürzte Eingabeleck kann man machen. Erhöht ein bisschen die CPU-Last. Kommen wir mal hierauf zu sprechen. Da könnt ihr alles Mögliche an Stats und Charaktere einsehen. Also euren Charakter einsehen. Hier oben habt ihr so einen Titel, den ihr machen könnt, je nachdem welches Level ihr seid. Hier seht ihr euer Level, hier seht ihr euer Banner, das könnt ihr hier wechseln. Im Regelfall, wenn ihr neu anfangt, habt ihr allerdings nichts. Sieht dann so aus wie bei mir. Hier habt ihr eine Statistik von eurem Spieler, Waffen, Sonstiges und so weiter. Eine Rangliste. Hier habt ihr Booster, die ihr einsetzen könnt, damit ihr schneller levelt. So, dann machen wir gleich mal hier weiter bei dem Loadout oder bei den Klassen. Ihr habt hier verschiedene Klassen, wie ihr hier seht. Ihr habt hier zum Beispiel den Spion. Ein Spion ist ein Sniper, der die Fähigkeit hat, sich unsichtbar zu machen. Wenn er beschossen wird, ist er allerdings wieder sichtbar. Ihr habt eine leichte Angriffseinheit, die hat einen Jetpack hinten drauf und ein leichtes Sturmgewehr dabei. Das heißt, der kann ja, fliegen und erhöhte Positionen leicht erreichen. Ihr habt einen Sanitäter, der holt Leute hoch. Dafür habt ihr hier diese Pistole hier. Erkläre ich euch gleich alles nochmal. Und hier habt ihr einen Ingenieur, der macht Fahrzeuge heil. Ihr habt eine schwere Angriffseinheit mit MG bei dieser Fraktion. Bei einer anderen Fraktion sieht es anders aus. Ja, ihr habt einen Raketenwerfer dabei und sowas wie Claymores oder C4. Und ihr habt eine Max-Einheit, die größte und schwerste Infanterieeinheit, die es in dem Spiel hier gibt. Sehr stark gepanzert. Der kann sich auch im Boden verankern und dann hat er, glaube ich, ich weiß es gar nicht, eine stärkere oder höhere Feuerkraft und hält nochmal das Doppelte an Leben aus. Ne? Das heißt, mit dem Ding rennt ihr irgendwo rein, wo keine Hoffnung mehr besteht, stanzt euch in den Boden und knallt alles weg mit den Gatlings. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich die einzige Einheit, die sehr effektiv auch gegen Flugzeuge ist. Hier habt ihr vier verschiedene Loadouts, die ihr euch speichern könnt. Im ersten Loadout könnt ihr euch anpassen, wie ihr wollt. Im zweiten Loadout könnt ihr es wieder ganz anders machen. Dann habt ihr jeweils immer vier Dinge. Kommen wir mal auf die Waffen zu sprechen. Klickt ihr mal auf eine Waffe rauf, habt ihr hier ein paar Waffen zur Auswahl. Die meisten müsst ihr natürlich kaufen, beziehungsweise müsst ihr nicht, könnt ihr nicht. Ist aber sehr, sehr teuer. Ja, dazu sage ich auch gleich noch was. Hier habt ihr die Aufsätze. Lauf, Schiene, Tarnung und so weiter. Hier Reflexvisiere und sowas. Das gleiche bei der Pistole. Und hier ist dann eben das Instrument, was diese Klasse eben kann. Hier zum Beispiel die Pistole, um ja, Leute eben hochzuholen. Diese ganzen Sachen, ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt den Charakter selbst leveln. Also den Anzug zum Beispiel von diesem Typen. Ne? Länger unsichtbar bleiben zum Beispiel und sowas alles. Ihr könnt beim Sanitäter einstellen, mehr Panzerung, dass er nicht ganz so schnell tot geht. Ihr könnt beim Angie zum Beispiel einstellen, was weiß ich, der heilt mit seinem Anzug, die Fahrzeuge, wenn er in einem Fahrzeug drin sitzt, heilt er das nur mit seinem Anzug schon passiv nebenbei. Und so weiter und so fort. Und das gleiche gilt eben auch nochmal für jede einzelne Waffe, die ihr auch nochmal aufrüsten könnt. Ne, ihr könnt immer den Charakter selbst, den Anzug und die Waffen selbst alle aufrüsten. Beim NG zum Beispiel.
ist das hier die Reparaturknifte, mit denen ihr Fahrzeuge heil macht. Könnt ihr hier unten, seht ihr den Levelstatus, das könnt ihr immer stufenweise verbessern, lest euch genau durch. Meistens sind das irgendwelche Prozentwerte oder Sekunden, die ihr da irgendwie schneller oder besser werdet mit dieser Waffe. Das heißt, statt 10 Sekunden reparieren, geht das denn nur noch in 5 Sekunden reparieren. Und das kostet euch sogenannte Certs. Das hier unten sind die Certs. Das ist die Währung in dem Spiel. Einmal ausgegeben, kann das nie wieder rückgängig gemacht werden. Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, alles, was ihr kauft, da gibt es kein Wenn und Aber mehr. Die Certs, die ihr da investiert habt, sind weg. Hier unten seht ihr die Certs nochmal. Es ist so, dass ihr am Anfang, ich sag mal so, bis Level 20 oder so, noch sehr, sehr schnell Certs verdient. Das heißt, da habt ihr mal ganz schnell 400, 500 oder 1000 Certs zusammen. Umso weiter ihr aber im Level steigt, umso weniger Certs bekommt ihr. Das heißt, wenn ihr dann Level 40, 50, 60 seid, kriegt ihr nur noch sehr wenig Certs. Das dauert dann sehr, sehr lange, ehe ihr zum Beispiel wie bei Level 10 ganz schnell die 500 Certs zusammenkriegt. Dauert das bei Level 40 dann schon ewig wie viele Stunden. Das heißt, überlegt euch ganz genau, in welche Richtung ihr leveln wollt. Ne? Guckt euch die Klassen an, spielt jede Klasse mal durch, schaut, was hier euer Ding ist, ne, mit was ihr am besten klarkommt, macht das wirklich stundenlang, bis ihr ungefähr wisst, so, ah ja, das ist jetzt hier mein Typ, den will ich jetzt aber irgendwie ein bisschen verbessern. Guckt euch an, mit welcher Waffe ihr am besten klarkommt und verbessert die. Ihr schafft es auf keinen Fall, alles irgendwie aufzutunen. Da braucht ihr unglaublich viele Spielstunden, ne, tausende von Stunden. Ne, bei der Pistole hier jetzt zum Beispiel ist es so, Stufe 1 kostet 10 Certs. Ihr denkt euch, oh, 10 Certs ist ja nix. Stufe 2 kostet 30, ist ja auch noch nix. Stufe 3 kostet dann 100. Oh, es tut schon ein bisschen weh. Die nächste Stufe zum Beispiel dann plötzlich 1000 Certs. Und die nächste, übernächste Stufe dann nochmal 1000 Certs. Ja, und so weiter und so weiter. Jede Stufe wird extrem teurer, bringt euch aber nicht unbedingt viel, viel mehr. Das sind vielleicht 0,3 Sekunden, die dann besser sind. Ihr habt aber 1000 Certs investiert. Da müsst ihr immer so ein bisschen wirklich genau lesen, schauen, lohnt sich das oder drauf geschissen. Ne, bei der NG-Knarre zum Beispiel hat es sich für mich jetzt noch nicht gelohnt, diese 500 Certs da jetzt noch rein zu investieren. Diese Punkte hier, die laden sich nach einer Zeit automatisch auf. Das ist die Währung, mit der ihr Fahrzeuge spawnen lassen könnt. Ein Fahrzeug kostet zum Beispiel 200 dieser Naniten oder eine gewisse Zeit warten, bis ihr das voll habt und dann könnt ihr ein Fahrzeug rausholen. Die Fahrzeuge kosten natürlich alle unterschiedlich viel. Ja, das hier ist, glaube ich, weiß gar nicht, was das hier. Achso, Implantate, damit könnt ihr Implantate aufwerten. Das ist das gleiche wie Certs, ne? Das ist auch die Währung, um euch die Implantate hier, die hier, zu verbessern. Ihr habt hier unten die Fähigkeiten. Wenn wir da mal raufgehen, könnt ihr sehen, was der Ingenieur zum Beispiel kann. Der kann ein Geschütz bauen, der kann eine Wand hinstellen. Hier habt ihr die Anzugfähigkeiten, könnt ihr schauen, lest ihr euch durch, welche Fähigkeit ihr haben wollt für euren Anzug und verbessert die immer schrittweise. Ne, könnt ihr auch alles leveln. Hier könnt ihr mal ein paar Gadgets mitnehmen, Handgranate, Haftgranate. Hier könnt ihr noch ein paar, ja, euch zum Beispiel ein Medkit einpacken. Hier sind die Implantate, die euch immer so sekundären Boost geben. Ne, zum Beispiel hier, ihr regeneriert 23 Gesundheit pro Sekunde, wenn du für 10 Sekunden außerhalb des Kampfes bist. Solche Sachen. Das könnt ihr hier aufwerten. Ihr seht schon auch wieder dieses Level-System, nur nicht mit Certs, sondern mit Naniten. Euer Aussehen könnt ihr hier unten ändern, ne, mit Helm, Tarnung, Panzerung, Emblem und so weiter und so fort. Und hier bei Ingenieur-Certs könnt ihr den Ingenieur selbst verbessern. Das, was ich schon sagte mit den Anzug zum Beispiel. Ne, könnt ihr denn hier zum Beispiel verstärkte Panzerung nehmen oder hier Passivsysteme, ne? Oder Gegner Freunde im Umkreis heilen, dass ihr mehr tragen könnt, mehr Stimpacks einpacken könnt und so weiter und so fort. Das ist hier alles unterteilt. Ne, ihr seht schon, das könnt ihr auch alles leveln und es kostet alles Certs. Man kriegt das zusammen gespart, ne, wenn man hier so ein Ziel hat, ich sag mal das hier, kriegt man das auch mal schnell voll. Aber ihr kriegt hier niemals alles ganz schnell voll. Ja, deswegen überlegt euch gut, was ihr hiervon braucht und was ihr nicht braucht. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Kommen wir auf die Fahrzeuge zu sprechen. Wie verschiedene Klassen habt ihr hier auch verschiedene Fahrzeuge. Ja, ihr seht schon, das ist ein kleines Quad, um von A nach B zu kommen. Ein Harrisser, ein bisschen gepanzert, da könnt ihr noch einen Kollegen draufsetzen. Der hat auch eine Kanone oben drauf. Ein Thunderer, diese mobile Spawn-Einheit. Lightning, ein leichter Panzer. Prowler, schwerer Panzer mit Doppelkanonen,
auch gut gegen als Flugabwehr. Moskito, Flugzeug, kleines schnelles Flugzeug, Valkyrie, ich weiß gar nicht, Besatzungsflugzeug, das ist glaube ich ein Trupp-Spawn auch so gesehen. Liberator, schweres Kampfflugzeug, ihr seht schon mit dem dicken Geschütz hinten am Arsch. Eine Galaxy, das ist quasi eine mobile, wie der Sunderer, nur in der Luft. Ne, ich glaube, da können bis zu 20 Personen drin sitzen oder sogar mehr, die ihr dann irgendwo absetzen könnt mit dem Ding. FNT ist eine End, ein Bergbau-Abbaufahrzeug. Ihr könnt hier Kristalle, die auf der Map verteilt sind, abbauen mit diesem Fahrzeug. Da fahrt ihr dann ran, baut das ab und bringt das mit dem Fahrzeug zu einem Silo, in dem ihr das einlagert. Und mit Hilfe dieses Silos könnt ihr dann eine Basis bauen. Das heißt, ihr baut euch ein Silo, schnappt euch so eine End, baut das ab, haut das alles ins Silo rein und baut euch damit eine Basis auf. Alles, was ich eben gesagt habe zu den Klassen hier, ja, das gilt auch für die Fahrzeuge. Das heißt, auch hier könnt ihr den Flash, zum Beispiel dieses Quad, aufrüsten. Genau das gleiche wie eben beim Sunny. Das gilt auch alles nochmal für die Fahrzeuge. Und ihr seht schon, ihr könnt da Unmengen an Certs investieren und wirklich in jede Richtung irgendwas aufwerten. Zum Beispiel, ihr fahrt viel mit einem Sunderer, so wie ich jetzt, dann rüstet ihr den Sunderer hier auf, ne? Wie ich das jetzt hier schon teilweise so ein bisschen hier getan habe. Ne? Bei einer Fahrzeugtarnung zum Beispiel hier 1000 Certs und dann hier nochmal 1000 Certs. Genau, und dann könnt ihr natürlich hier auch wieder das Aussehen verändern. Gibt's sehr, sehr viele Skins. Ihr könnt das Fahrzeug in der Beschleunigung verbessern, die Bremsen verbessern, die Panzerung verbessern, die Tarnung verbessern, dass das Ding hier unsichtbar wird, all so eine Sachen. Ihr könnt hier zum Beispiel eine dicke Kanone raufmachen gegen Infanterie oder eine dicke Kanone gegen Artillerie, sag ich schon, als Flugabwehr. Ne? Auch hier gilt nochmal hier unten, habt ihr nochmal Peripherie. Hier zum Beispiel Schilde verbessern, Fahrzeugtarnung und so weiter, Leistung verbessern und hier die Kanonen verbessern. Könnt ihr also noch eine ganz, ganz dicke Kanone darauf bauen, wenn ihr Bock habt. Ne? Könnt ihr jedes Fahrzeug wirklich komplett anpassen, wie ihr das haben wollt. Kommen wir auf den nächsten Punkt zu sprechen. Nö, das ist Quatsch. Hier könnt ihr euch Implantate herstellen, selbst herstellen oder upgraden. Das heißt, es hat ja auch so ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen Crafting-System, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Hier haben wir noch ganz viel Herausforderungen, ja, die man erledigen kann. Kann man sich denn hier angucken, oh, was muss ich hier machen? Oh ja, Belohnung. Dann bekommt ihr nochmal XP, ihr bekommt Certs. Hier ist auch relativ wichtig, Platoons. Es gibt hier mehrere Platoons. Das funktioniert eigentlich wie bei Battlefield zum Beispiel mit Squads. Das hier ist zum Beispiel ein Squad. Das hier ist auch ein Squad. Das ist auch ein Squad und das auch. Und alles zusammen bildet ein Platoon. Bei Freunde fügt ihr eure Freunde hier hinzu. Das funktioniert nicht über Steam oder so. Ihr müsst die wirklich hier im Spiel adden. Genauso wie sie auch im Spiel auch heißen. Und dann könnt ihr sie entsprechend hier in euer Squad einladen. Ich mache jetzt mal Platoon verlassen. Wenn ihr jetzt mit eurem Kumpel das erste Mal zusammen spielen wollt, seid ihr vermutlich automatisch hier irgendwo zugewiesen. Ihr verlasst erstmal das Platoon, erstellt einen neuen Trupp und gebt hier oben den Namen von dem Spieler ein, den ihr einladen wollt, zack, und einladen in den Trupp. Ne? Oder hier, um ein Platoon zu bilden. Hier könnt ihr einkaufen, hier könnt ihr Codes einlösen. Codes. Spielecodes, die könnt ihr nicht nur hier in-game eingeben, die könnt ihr auch auf einer Webseite eingeben. Die Links dazu sind unten nochmal in der Beschreibung. Es gibt einige kostenlose Codes. Der Link dazu, zu diesen Codes, ist unten in der Beschreibung. Die gebt ihr hier ein und dann ist das Ganze aktiviert. Das soll es gewesen sein, Leute, zu der Benutzeroberfläche. Wie schon gesagt, Planetzeit funktioniert so, dass man sich immer von Punkt zu Punkt quasi vorkämpft, ne? Soll heißen, hier jetzt zum Beispiel versuchen die Gegner logischerweise das hier einzunehmen, wobei sie da gerade in der Unterzahl sind. Jetzt sind gar keine Gegner mehr da, hat er eben gerade geswitcht. Und wir versuchen uns quasi an dem Biolab. Wir können ja einfach mal kurz irgendwo spawnen und mal irgendwo rumrennen. Ich mache jetzt hier mal einen Sunny, dass ihr es einfach mal gesehen habt, wie das hier so aussieht, wenn man jetzt hier mal irgendwo spawnt. Wir gehen mal dahin, hier ist Action Jackson. Da wird auch schon am feindlichen Biolab gekämpft. Hier gleich nebenan in diesem Biolab. Ne? Ihr seht schon, da geht schon richtig was ab. Da können wir mal hingehen. Wir setzen uns mit Rechtsklick einen Trupp-Wegpunkt, den dann auch jeder sieht, der im Trupp oder im Plateau ist. Und hier seht ihr dann schon die ganzen verschiedenen Klassen. Ne?
Er ist hier zum Beispiel ein schwerer Bobby. Der hat einen Raketenwerfer mit dabei. Er ist der ganz schwere Bobby, die sogenannte Max-Einheit. Hat sich hier auch schon ja, Sachen gekauft hier, dicke Kanonen gekauft, die so standardmäßig, glaube ich, bei dem Ding nicht drauf sind. Ja, und ansonsten, ich bin hier der Sunny. Ich habe hier meine Reparaturknifte dabei und kann Leute damit eben hochholen. Friendly Fire ist in diesem Spiel an, das heißt, passt auf, wo ihr hinschießt. Den kann ich jetzt zum Beispiel hier umschießen. Soll man natürlich nicht machen. Ihr bekommt eine Strafe, ich kann den aber auch wieder hochholen. Ihr bekommt eine Strafe, wenn ihr das zu oft macht. Aua, ich krieg Schaden. Ihr habt unten eine Anzeige für euer Schild, die blaue, und die grüne ist euer Leben. Das heißt, ihr seht, das Schild lädt sich langsam wieder auf. So eine Basis, das ist hier der Spawnraum. Die Gegner können nicht durch dieses rote Ding, können die nicht durchschießen und können hier auch nicht reinlaufen. Na? Dazu müssen sie erst alles andere hier einnehmen im Umkreis. Na, dann können wir hier nicht mehr spawnen. Wir können aber rausschießen. Na, die Gegner nicht rein, wir aber raus. Ist ein bisschen unfair, soll aber gewährleisten, dass man nicht direkt im Spawnraum schon getötet wird. Also eine Art kleiner Spawnschutz. So, dann seht ihr unten links auf der Map, könnt ihr raus und rein scrollen. Sehr, sehr wichtig, damit ihr hier einen Überblick behaltet. So zum Beispiel seht ihr die Flugzeuge und die Fahrzeuge kommen. Wenn ihr ganz nah rangeht, seht ihr die Feinde in unmittelbarer Nähe. Hier sind solche Generatoren, die müsst ihr zum Beispiel, das sind jetzt unsere, wenn die feindlich sind, müsst ihr die mit E gedrückt halten, überladen. Das müsst ihr mit mehreren Generatoren machen, je nachdem wie viele Generatoren die feindliche Basis hat, um euch Zugang zu gewähren und solche Schilde, diese roten Schilde, in dem Fall dann feindliche Schilde, zu deaktivieren. Dafür müsst ihr diese Generatoren dann zerstören. Das heißt, um eine feindliche Basis einzunehmen, gilt es erstmal nicht einfach reinrennen und irgendwie eine Flagge erobern, auch natürlich, aber auch Generatoren zerstören, damit die Schilde weg sind, damit eure Jungs da reinkommen können. Mit einem Rechtsklick gedrückt halten, holt ihr Leute hoch, mit einem Linksklick könnt ihr die heilen. Ihr könnt hier unendlich lange und unendlich oft heilen. Ja, ihr könnt auch Leute unendlich oft hochholen. Das heißt, wenn euer Kumpel neben euch 100 Mal getötet wird, könnt ihr den 100 Mal hochholen, völlig egal. Oh, das ist schon fein. Jo, alles klar. Hier seht ihr eure Statistik nach jedem Tod. Ihr könnt bis zu 20 Sekunden hier, glaube ich, warten, dass euch jemand anderes hochholt. Ihr könnt, wenn das jetzt hier möglich wäre, wieder beim gleichen Punkt einfach spawnen oder ihr könnt sagen, spawn ändern und ja, woanders spawnen. Ihr könnt euch jetzt hier zum Beispiel, ich renne jetzt einfach hier raus, hab keinen Bock mehr, lass mich mit U verlegen zu einem anderen Punkt. Ja, auch gar kein Problem. Ihr seid niemals gezwungen hier zu sein, ihr könnt euch jederzeit verlegen und da kämpfen, wo ihr wollt. Die Dicken könnt ihr nur als Ingenieur reparieren, weil die gelten als Maschine quasi. Ja, die könnt ihr nur reparieren, wenn ihr da eine Engie-Knifte habt. Allerdings könnt ihr sie nur als Medic wieder hochholen, wenn sie sterben. Ne, wenn sie ausgelöscht werden, sterben, dann könnt ihr sie nur als Medic wieder hochholen. Reparieren könnt ihr sie aber nur als Engie. So, hier habt ihr dann Pets. An denen könnt ihr euch Fahrzeuge spawnen. Das gleiche gilt nochmal für Waffen. Wo ihr euch Waffen spawnen könnt und wo ihr euch Flugzeuge spawnen könnt. Das heißt, guckt immer auf die Karte. Das ist ja jetzt auch so ein kleines Panzersymbol. Guckt auf die Karte, wo solche Dinger sind. Und dann habt ihr damit kein Problem. Wenn das Ding jetzt feindlich wäre, könnt ihr das auch zerstören, damit der Feind da keine Panzer mehr spawnen lassen kann. Und bei diesem Terminal ist es so, dass ich hier Fahrzeuge rausholen kann, die theoretisch hier, da unter spawnen. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist dann ein sogenanntes Pad. Genau, hier, das ist so ein Pad. Wenn da oben jetzt einer ein Fahrzeug rausholt, dann spawnt der hier drin. Stellt euch niemals auf das Pad drauf. Wenn jetzt hier einer ein Fahrzeug spawnt, seid ihr instant tot. Ne, wie gesagt, Friendly Fire ist an, soll heißen, dass ihr Freunde eben töten könnt, aber auch Fahrzeuge können euch töten, indem sie euch einfach überfahren. Sowohl feindliche als auch freundliche. So, hier hat jetzt einer einen kleinen Lightning rausgeholt. Warte mal, ich steig mit ein. Achso, das ist bloß ein Einsitzer, ne? Ja, stimmt. Oh Gott. Guck mal, da vorne ist schon ein befreundeter Sunrare, der sich aufgebaut hat. Und hier seht ihr die ganzen Flaggen. Ja, ihr seht A, B, C, D, E. Oder, naja, A, B, C. Die gilt es einzunehmen. Wenn da ein Schloss drum ist, könnt ihr die noch nicht einnehmen, weil angrenzende Gebiete noch nicht genug erobert wurden. Das ist jetzt ein feindliches Biolab. Und ihr seht schon, da unten seht ihr die ganzen Fahrzeugpads. Wenn ich das jetzt mal anvisiere,
Ne, ihr seht schon, wie viele das sind und da können die Gegner überall Fahrzeuge spawnen. Deswegen sind Biolabs extrem groß, extrem gefährlich vom Feind. In diese blaue Einrichtung könnt ihr jetzt nicht einfach reinrennen, weil das eben deren Schild ist. Dafür müsst ihr erst die Generatoren hier im Umkreis zerstören oder die Flaggen einnehmen. Ah, hier seht ihr schon zum Beispiel schon ein feindlicher Sunrare. Ne? Man sieht jetzt hier quasi eigentlich nichts. In Wirklichkeit ist das aber das Tarnfeld. Ja, war ein bisschen blöd, das spawnen jetzt natürlich alle. Und im Optimalfall wäre ich jetzt eine schwere Einheit gewesen, hab Claymores oder C4 dabei, pack die da unter, schieß drauf und hau das Ding damit weg. Ne? So kann man auch als Einzelperson quasi sehr, sehr viel Schaden anrichten. Wenn ihr mit dem Sunrare nur durch die Gegend fahrt, dann hält er nicht viel aus. Aber wenn ihr das Ding aufbaut, das könnte ich euch auch gleich gerne nochmal zeigen. Alter Schwede, von allen Seiten. Ihr seht schon, das mag jetzt schon wie eine große Schlacht aussehen, ja, wenn hier 20 Typen sind. Aber wie gesagt, es gibt, ich weiß nicht, Schlachten, wo hier wirklich 500 Mann gegeneinander kämpfen, wo man dann auch nicht mehr durchsieht. Ich stehe jetzt, wurde hier wiederbelebt und stehe vor allen Feinden hier. Das ist sehr, sehr krass. Hätte man vielleicht mal eine Granate werfen sollen. Habe ich aber als Medic leider nicht drin. Aber hier, das, was ihr jetzt hier so seht, ne, ist tatsächlich noch gar nichts. Ne? Das ist vielleicht 10% der Action, wenn überhaupt, die hier in dem Spiel möglich ist. Das ist tatsächlich noch nicht viel. Die richtig großen Schlachten sind da, wo dann 20 freundliche Panzer gegen 20 feindliche Panzer kämpfen und dann noch ganz eine Menge Fußsoldaten. Wobei es hier auch schon ziemlich abgeht, muss man gerade mal sagen. Ja, nur dass ihr das einmal hier gesehen habt. Ihr müsst ein Gefühl für die Schlachten bekommen. Soll heißen, ihr müsst schauen, ob sich das jetzt noch lohnt oder nicht. Ihr müsst da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Das ist kein Battlefield, wo ihr ein, zwei Feinde wegmacht und dann, oh ja, die Schlacht ist gewonnen, geil. Ne, sondern das hier kann sich, so wie es jetzt hier ist, über Stunden ziehen. Ja, wenn die Teams gefühlt gleich stark sind, kann so eine Schlacht hier wirklich ewig lange dauern. Aber das Gute ist für euch, wenn ihr zum Beispiel Medic gerne spielt, so wie ich, und Leute gerne hochholt oder heilt, könnt ihr extrem viele Punkte farmen, indem ihr einfach die ganze Zeit nur Leute heilt oder hochholt. Das heißt, ihr müsst keinen einzigen Schuss abfeuern, um sehr viele Punkte zu farmen. Das ist halt gerade als Anfänger sehr, sehr gut, wenn man noch nicht so weiß, mit welcher Waffe man spielen soll, wenn man vielleicht auch noch nicht so viel freigeschaltet hat, noch nicht so sehr stark ist mit seinem Charakter, kann man einfach Medic spielen. Explosionen sind manchmal auch ein bisschen unvorhersehbar, soll heißen, die sieht man nicht unbedingt direkt. Ne, wenn einfach irgendwo mehrere plötzlich auf Schlag umfallen, ist es sehr wahrscheinlich, dass da irgendwo eine Granate gelandet ist. Oh, wie zum Beispiel da. Da lag jetzt unmittelbar eine, ist aber kein Problem. Und hier könnt ihr jetzt entweder den gleichen Spawn wieder machen, wo ihr vorher, also davor schon gespawnt seid, oder ihr macht hier Spawn ändern und spawnt dann irgendwo neu auf dem Schlachtfeld, je nachdem, wo ihr hin wollt. Das ist jetzt ein feindliches Biolab, ne? Seht ihr ja hier anhand der Farbe jetzt. Wo hier noch gekämpft wird. Das heißt, hier könnt ihr auch keine Fahrzeuge spawnen. Im Optimalfall ist es so, dass ihr am Anfang auch Sunrare spawnen könnt, was ich sehr gerne mache, wie jetzt zum Beispiel hier in dieser Region, die daneben liegt, und dann mit diesem Sunrare, der wie gesagt als mobile Spawn-Einheit dient, mit diesem Sunrare so nah wie möglich hier irgendwo an die feindliche Base ranfahrt und den Sunrare hier irgendwo versteckt aufstellt, nicht zu nah ran, dann hält er meist nicht lange durch und die Gegner entdecken den und machen den kaputt, aber so irgendwo hier so, wo er so ein bisschen Schutz hat, wo er ein bisschen getarnt ist zwischen den Bäumen, hinstellen, aufbauen und dann kann jeder in eurem Sunrare spawnen, ihr bekommt andauernd Punkte dafür und ja, ihr macht quasi gar nichts, ihr habt nur euren Sunrare dahingestellt und wenn ihr Glück habt, seid ihr der einzige Sunrare, der da noch steht und dann spawnen natürlich sehr viele da und ihr haltet den Kampf hier quasi indirekt mit eurem Sunrare am Leben. Das heißt, wir holen uns hier jetzt erstmal ein Sunrare raus. So, ihr seht schon, bei meinem Sunrare habe ich jetzt hier zum Beispiel an der Seite einen Aufkleber drauf. Ich habe den schon ein bisschen schneller gemacht, die Bremsen besser gemacht und ich habe oben schon in der Mitte so ein Teil drauf, was die Gegner im Umkreis spottet und vorne habe ich dann noch, oder ich glaube vorne ist das Ding, was die Gegner spottet und da in der Mitte ist diese Kuppel. Das ist, wenn ich jetzt hier den Sunrare mal aufbaue mit B, Einsatz, jetzt kann ich damit nicht mehr fahren, jetzt steht er stabil und Leute können in dem Moment jetzt hier drinnen spawnen. Das geht nicht, wenn der mobil ist, so funktioniert es nicht. Ihr seht oben rechts, das ist eine Zahl, eine blaue Zahl, eine Schildzahl, unter diesem grünen Symbol von dem Auto, hochläuft auf 2025, ja, und das ist euer Schild.
Euer Zusatzschild, wenn das weg ist, habt ihr darunter nochmal 5000 Fahrzeugleben, Fahrzeuggesundheit, sag ich mal. Ne? Ihr seht die ganzen Sitzplätze dort, ihr seht, der grüne Zustand ist der Fahrzeugzustand und ihr könnt die Plätze wechseln mit F3, F4, F1 und so weiter. Jetzt bin ich hier zum Beispiel am Geschütz. Ihr könnt mit T die Ansicht wechseln. Ne? Das heißt, ihr könnt, hey, was ist mit dir hier los, mein Freund? Das ist aber sehr dumm von dir. Hey, was ist hier los? Naja, ihr könnt die Innenansicht machen oder, was ich euch natürlich in jedem Fall empfehle, die Außenansicht, weil da seht ihr natürlich mehr vom Schlachtfeld. Das gleiche gilt bei den Kanonen. Ne, ihr könnt so, ihr könnt auch noch reinzoomen oder ihr macht T und habt hier so eine kleine Außenansicht. Ja, das soll zum Sunway gewesen sein. Leute, das soll es gewesen sein. Ich könnte euch natürlich noch für jeden einzelnen Charakter zeigen, wie das alles funktioniert und was der so kann an Fähigkeiten. Aber ich denke, das Wichtigste habt ihr in diesem Tutorial jetzt vielleicht erstmal schon erfahren. Seid immer vorsichtig bei so Schildgeneratoren oder sowas oder auch beim Flaggen einnehmen. Es gibt sehr oft feindliche Spione, die sich unsichtbar machen und sich einfach irgendwo in die Ecke setzen. Das heißt, wenn der Typ unsichtbar ist und sich nicht bewegt, ihr seht ihn wirklich nicht. Ne, ihr kommt rein in den Raum, seid voller Adrenalin und denkt, oh, hier muss aber gerade einer gewesen sein. Ihr seht aber keinen. Kann das sein, dass dieser Spion, der unsichtbar hier in der Ecke sitzt, euch einfach in den Rücken schießt? Ne? Sehr oft machen das auch Leute, dass sie Nahkampf mit einem Messer in die Schlacht reinlaufen und Leute wegmessern, weil sie sich unsichtbar machen können. Ne? Keiner der vielleicht 100 Leute kriegt das mit, dass da ein unsichtbarer Spion drin ist und euch ständig C4 ins Gesicht wirft. Versucht den Sunrare immer so aufzustellen, dass der möglichst auch vor Luftangriffen geschützt ist. Das heißt, hier ist er jetzt sehr, sehr suboptimal. Sagen wir jetzt einfach mal, besser wäre jetzt zum Beispiel, ja, hier sowas, ne? Hier so eine schöne Ecke. So, müsst ihr natürlich je nach Map immer gucken. Hier kann man ihn reinstellen. Hier ist er von allen Seiten geschützt. Hier ist er auch ein bisschen von oben geschützt durch die Bäume. Das heißt, hier würde man ihn jetzt nicht so schnell sehen, als wenn ich ihn jetzt irgendwo Open Field reinstelle, ist natürlich klar. Ja, der hat jetzt hier auch wieder ein Tarnfeld. Ihr könnt an den Sunrare rangehen. Hier rechts. Und das ist beidseitig am Fahrzeug befestigt und hier jederzeit die Klasse wechseln. Ja? Zum Beispiel als NG und den Sunrare hier mit der NG-Knarre reparieren und dann schnell wieder wechseln. Und als Sanitäter weiterspielen. Ne, gar kein Problem. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Munition mehr habt, könnt ihr auch an den Sunrare rangehen und euch einfach den Sanitäter nachrüsten wieder. Und dann seid ihr wieder voll munitioniert. Wie gesagt, nehmt schön Flaggen ein, stellt schön Sunrare auf, dass eure Teammitglieder eben entsprechend spawnen können. Und seid nicht enttäuscht, wenn ihr nicht viele Kills macht. Ne? Die ersten Runden heißt erstmal nur sterben. Kills sind hier nicht so wichtig. Es ist halt nicht nur ein Shooter. Ihr könnt ja auch einfach die ganze Zeit Sunrares irgendwo hinstellen, dass die Leute spawnen können. Dann habt ihr auch vielleicht mehr gemacht, als wenn ihr jetzt einfach nur Leute abschießt. Das soll es gewesen sein zu den Planetside 2 Grundlagen. Wie gesagt, nur für die Einsteiger, dass sie überhaupt wissen, was das hier alles so ein bisschen zu bedeuten hat und wie das Spiel funktioniert. Ein bisschen was zu Fahrzeugen, ein bisschen was zu Klassen, zum Charakter selbst und zu der Benutzeroberfläche natürlich. Falls ihr auch Fragen habt, gerne in die Kommentare, dass man sich hier dann auch untereinander so ein bisschen austauschen kann. Ich bedanke mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir müssen durchhalten. Dem Krieg ist es egal, wer recht hat oder nicht. Er entscheidet nur darüber, wer am Ende übrig bleibt. Verflucht, Jungs! Markierung gesetzt! Absprung, Absprung, Absprung! Los, los, los! Ausschwärmen, ausschwärmen! Verstärkung eingetroffen! Der Zwingler ist unterwegs! Geschätzte Ankunft in 20 Sekunden! Chief, hören Sie mich!